Hallo ihr Lieben, ich wünsche jedem Einzelnen ein wunderbares neues Jahr 2021. Und weil es ja schon wieder um das Zuhausebleiben geht, habe ich dir heute drei Orte mitgebracht, in denen du auch 2021 Zuflucht findest. Der erste Zufluchtsort liegt in der Vergangenheit. Wir haben Momente und Rituale in Erinnerung, die uns als Kind nicht nur geborgen, warm und sicher, sondern auch von der Welt da draußen ganz weit weg haben fühlen lassen. In meinem Fall war das zum Beispiel immer das, etwas vorgelesen zu bekommen. Deswegen gibt es bei mir zurzeit jeden Tag die sogenannte Hörzeit, 1,5 Stunden vor dem Schlafengehen. Ich kusche mich ein mit einem Kakao, höre ein Hörbuch und tauche ab in die Welt der Geschichten. Unser Unterbewusstsein springt auf Altes, Vertrautes aus der Kindheit sehr gut an und fühlt sich so in den Arm genommen und übers Haar gestreichelt. Denn es weiß ja schon lange, in dieser Situation bin ich sicher, hier ist es schön, hier ist alles gut. Kreiere dir also dein eigenes Aufgehobensein-Gefühl, indem du dich erinnerst, was es in der Kindheit bei dir quasi erzeugt hat. Der zweite Ort, an dem du auch 2021 Zuflucht findest, ist die Zukunft. Egal, was war oder kommt. Du hast Träume und Zukunftsvisionen. Es wird ein Tag kommen, an dem wir uns den 2020 oder auch den 2021 Staub von den Schultern klopfen und diese Zukunft anpacken werden. Schwelge also jetzt schon in deinen Zukunftsvisionen und male sie dir aus mit allen Farben. Wie wird es sich anfühlen, endlich dies oder jenes zu tun? Endlich anzufangen oder etwas endlich fertigzustellen oder zu erleben. Auch das ist eine schöne Reise, die dich außerdem motiviert oder auch deine Motivation erhält, deine Lebensträume zu verwirklichen, und es ist eine Auszeit vom Hier und Jetzt. Fang an zu überlegen, was du brauchst, um sie in die Tat umzusetzen. Baumaterial, Werkzeug, eine Fortbildung, einen bestimmten Ort, eine Reise, eine neue Wohnung oder vielleicht auch andere Menschen mit denselben Zielen. Und da die Vergangenheit schon vorbei ist und die Zukunft noch nicht da ist, gibt es noch den dritten Ort, an dem du Zuflucht auch 2021 finden kannst. Und zwar den aktuellen Augenblick, den einzigen Moment, um wirklich lebendig zu sein. Auch 2021, auch im verlängerten Lockdown. Verlier also keine Zeit. Lass dein Lebensgefühl nicht auf Eis legen. Die Welt dreht sich weiter und dein Leben auch. Dies hier ist deine Zeit der stillen, besonnenen Vorbereitung. Du hast in Zukunftsplänen geschwelgt und weißt nun, was genau und welche Schritte es brauchen wird, um loszulegen. Und jetzt fang an damit. Gute Vorbereitung soll ja bekanntlich alles sein. Leg deine Werkzeuge zurecht. Stöbere im Netz nach Anleitungen, zeichne Skizzen, mach dich auf die Suche nach Facebook-Gruppen, in denen sich Gleichgesinnte tummeln. Zieh dir den Tag des 2020 und 2021 Staubs von der Schulter klopfen näher ran. Mit einem kleinen Ausflug in die Vergangenheit, die Zukunft oder das Hier und Jetzt. Deine Susi.